Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, mit meinem zweiten Versuch eines Civ 6 Headers. Wir füllen uns das Lager auf unsere Art und Weise. Nein, du bleibst da stehen, sonst kommt du auf die wahnwitzige Idee. Allerdings nein, du brauchst auch nichts. Wir machen das erst für den so, hier geht's da weiter. Wir wollen da oben noch eine Stadt hinbauen. Wohin bauen wir die daher, glaube ich? Na, du machst nichts. Du machst nichts. Ach nee, du schaust dich halt. Ja, wir haben das letzte Mal bereits unsere Religion gegründet. Das finde ich nicht richtig. Was, wo kommen die her? Irgendwo da hinten kommen, da ist ein Lager. Gut, dass ich da einen Hopliten baue, der darf sich dann gleich darum kümmern. Nachdem das Reiter sind, ist die dafür fast geschaffen. Wächst du nicht? Oh. Na gut, wurscht. Wir wollen das frühe Reich so oder so. Nein, ich sollte nicht umbringen. Ich sollte das Umbringen mich überlassen. Wie könnte es euch? Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. Nicht gut. So. Sicherheitshalber. Nicht, dass diese Wahnsinnigen auf die Idee kommen, mich zu attackieren. So, was machen wir als nächstes? Steinmetzkunst. Damit wir Stadtmauer bauen können, finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Weg geplündert. Finde ich echt nicht richtig. Boah, ich hasse euch. Na gut, die Straße haben wir schon gehabt. So gesehen. So, wollen wir da eine Stadt herbauen, oder? Luxus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, ließ das Römische Reich untergehen. Durch die Klimatisierung blieben die Fenster. So. Ja, die 30%, das lassen wir natürlich. Ach, das war dumm, das hätte ich runtergeben sollen vorhin. Aber jetzt macht es Sinn. Jetzt wollen wir da nämlich auch einen Handwerker gleich mal bauen. Mhm.
Achso, du brauchst das. Hände wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, aber gut soll es sein. So, politische Philosophie. Gehst du zu dem Lager darauf? Ja, gehen wir zu dem Lager darauf, wenn wir es schon gefunden haben. Es bedarf deiner. Fürsorge. Als Krieger. Oh, die haben die Stadt angegriffen, die Barbaren. Schau dir was an. Geht. Unbekannter Spieler hat Welt und keine Gärten errichtet. Na gut, soll sein. Soll sein. Ja, ist eh klar. Wieso greift sie den an? Wieso greift sie nicht den Typen da an? Thank you.
Tschüss. Eure Hoheit, wir haben größeres Wissen bezüglich des Baus von Statisch. Ja, ja. Wenn Kriegsgetös Denkmale niederrennt, im Auge. Ja. Wir rufen sie an. So gut, du bleibst da noch stehen. So, und wir sind auch bald der Souverän von Kandi, weil wir haben bald den Bezirk. Das heißt, wir können da jetzt noch gar nicht durch, verdammt. Das ist echt blöd. Das ist ziemlich dämlich. So, wir haben einen heiligen Bezirk, finde ich gut. Wollen wir Stadtmauern bauen? Nein, wir wollen einen Handwerker bauen. Die sind nämlich zurzeit noch billiger. Außerdem will ich das da oben reparieren. So, das ist ich auch. Bautest. Sein. Da können wir dann besser helfen. Gegen diese böse Wichte. Mein Oberhaupt, wir ziehen allmählich die Aufmerksamkeit der großen Persönlichkeit. Je mehr Spezialbezirke wir bauen, desto eher. Zeitalter und dann haben wir gleich wieder eine Quest. Oder doof, dass wir halt noch niemand anderen kennen.
So, Sparta, was brauchen wir bei dir? Ein Orakel? Nö, das ist so blöd. Einen Händler natürlich. Straße da runter nach Athen offensichtlich. Finde ich gut, finde ich sehr gut. So, du bist fertig. Da drüben liegen irgendwelche Lager, die wir ausräumen können. So, Ephesus, hey, du hast schon Zarathrismus, finde ich gut, finde ich ausgezeichnet das. Was brauchen wir bei dir? Kohlespeicher natürlich, du bist da in einer nicht so idealen Lage. Geld macht nicht glücklich, doch es gestattet uns, auf verhältnismäßig angenehme Weise unglücklich zu sein. Den Spruch finde ich auch gut. So, bist du gut in deinem Stinkding bist. Das ist gezeichnet, wir uns nicht wirklich darum kümmern müssen. Und du hast trotzdem das Geld gekriegt. Lieber wäre es mir sogar noch gewesen, wenn ich den einen oder anderen Dings hätte. So, Straßen sind verbessert, finde ich gut. Einen großen Wissenschaftler will KMD, ist auch okay. Das finde ich auch gut, das mit dem großen Wissenschaftler. Schauen wir uns mal an, ob wir das mal machen können. Was machst du eigentlich? Wo rennst denn du hin? Ah, da unten haben wir auch noch ein Lager, das wir zerstören können. Stimmt, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Thank you.
Es hat sich die Gelegenheit ergeben, zu einem neuen und mächtigeren Regierungssystem zu wechseln. Lasst uns unsere Identität stärken und mit... Entzwei und Gebiete, tüchtig Wort. Verein und Leite, besserer Hort. Ja. Divide and Conquer, Entzwei und Gebiete. Finde ich gut. So, wir haben ja mit dem Perikles die Republik genommen. Allerdings muss man dazu sagen, Sparta war keine Republik. Das heißt, wir werden die Oligarchie oder die Autokratie nehmen. Und zwar deswegen, Oligarchie, glaube ich, wäre besser, weil es war immer so eine Zweier, so ein Zweier-Dings. Kriegen dann plus 4 Kampfstärke, 20% Erfahrung für Kampfeinheiten. Naja. Die Autokratie ist fast besser. 10% Wunderproduktion. Okay, wir nehmen die Autokratie. Überzeugt. Ja. Das heißt, wir nehmen den großen Wissenschaftler darunter. Wir sollen einen großen Wissenschaftler machen. Das haben wir raus. Die plus eine Produktion in allen Städten lassen wir mal. Das lassen wir auch, das bringt uns Geld. Können wir irgendwie, es gibt eine Verbesserung für... Na, haben wir nicht leider. 5 Kampfstärke. Nehmen wir die Kampfstärke gegen Barbaren wieder. Bei Einheiten produzieren wir in nächster Zeit eigentlich nicht. Und der Aufklärer wird auch nicht mehr viel machen. Gut, das heißt, wir können da unten noch was machen. Entweder plus 2 Einfluss oder irgendwas von denen. Hm. Die 50% Produktion für Siedler, das klingt auch nicht schlecht. Beziehungsweise plus 2 Gold durch Handelswege, nein. Siedler, wir wollen viele Siedler bauen jetzt. Weg nach Athen. Nur dann deswegen, weil wir da einen Weg haben wollen durch die Berge. Besser gemacht. So, dann bauen wir das. Machen wir nämlich dann auch das Heureka für die Bewässerung. Ja, passt. Passt eigentlich. Dann sind wir wissenschaftlich vielleicht doch nicht ganz so weit hinten nach. Na, oh, ich glaube, wir sind wissenschaftlich schon hinten nach. Mal schauen. Tausende haben ohne Liebe gelebt. Nicht einer ohne Wasser. Tja. Ja. Das mag sein. Aber ohne Liebe zu leben ist auch nicht wirklich ideal, würde ich mal fast sagen. So. Gehst jetzt mal daher und baust mir das aus. Was machen wir da? Das ist wahrscheinlich. Puh, viele Boni haben wir da nicht. Eigentlich gar keinen. Verdammt, wir brauchen wirklich einen Wissenschaftler. Was machen wir als nächstes?
Die Eisenmine werden wir bauen. Mit einem von diesen Bautrupps, die wir jetzt gerade gebaut haben. Machen wir das auf. Ich glaube, mit dem Abbau von Diamant könnte ich sogar noch das Heureka kriegen. So, warte mal, was machen kann die eigentlich als Spezialfähigkeit? Drei Gesandte und mehr. Einzigartiger Bonus von Kandi. Erhaltet jedes Mal eine Reliquie, wenn ein neues Naturwunder entdeckt. Und verdient plus 50% Glauben durch alle Reliquien. Das finde ich super. Das hätte ich haben müssen, bevor ich die zwei Naturwunder entdeckt habe. Ärgerlich. Na gut, soll sein. Das heißt, wir brauchen Plätze für Reliquien. Im Palast haben wir einen Platz auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, wo wir noch Reliquien einbauen können. Ja, gehen wir mal daher. Schauen wir uns mal die Gegend an. Gut, da oben werden wir nie was hinbauen, das heißt, jetzt werden die Barbaren nie wirklich ausgehen. Tapferkeit ist es, wenn du der Einzige bist, der weiß, dass du Angst hast. Das ist auch ein guter Spruch. Okay, wir werden hier, glaube ich, nichts ändern. Nein, wir nicht. So, Drama und Dichtung wollen wir auf jeden Fall, weil wir wollen ja eine Akropolis bauen können. Du bleibst auch stehen. Yes. Du kannst mit dem Marmor reparieren. Ich glaube, das Reparieren kostet keinen Punkt von unserem Ding, was wichtig ist. Was uns echt mühsam ist. So, du bist so. Du bist so. Mir einen Schrein, weiß ich gar nicht. Ein Feuertempel, was brauche ich dafür? Benötigt Tempel. Noch sehr was. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall mal einen Schrein, weil für den Tempel brauchen wir vorher einen Schrein drinnen. Gut, kannst du nicht glauben, was kaufen? Nur den Feuertempel. Keine Missionare kaufen. Du kannst die Bibliothek damit kaufen. Das ist ja cool. Das ist echt gut. Das ist supi sogar. Gut. Naja, gut. An dieser Stelle, Herrschaften.
werden wir wieder Schluss machen für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Nachmittag oder Vormittag, je nachdem, wann ihr euch das angeschaut habt. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Schlafgut und träumt was Schönes. Bis dann.